So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Willkommen zu den Matten-App. Der Pedal-App, wir haben auch zwei. Okay, ich meinte, es würde nicht wieder live gehen, aber jetzt ist es schon wieder fast 2 Uhr. Ja, 20 vor 2. Oder jetzt noch ein bisschen länger, aber egal, ich bin wieder. Wir müssen jetzt noch einmal die Leute wieder. Wenn die einen Generator haben. Chef Felix, okay. Das ging jetzt relativ schnell, ey. Sind die ganzen Killer jetzt irgendwie schlafen gegangen? Schon in Shift hier auch ein bisschen. Dark Legend. Ja, mal schauen. Also die Yun Chin Li wird wirklich gerade ziemlich gerne gespielt. Merke ich schon. Dass die irgendwie gut ankommt. Tue ich ja auch gerne. Kommt jetzt Roter Wald oder weiß ich nicht. Hatten wir letztens als das geopfert wurde, den Roten Wald als Map. Habe ich ganz vergessen. Oh, hallo Mauerhunter. Wieder da. Ich spiele jetzt gerade quer etwas. Enfield. Nee, Rote Wald ist immer noch gesperrt, okay. Ja, nee, das wäre zu nah. Machen die vereinzelt Generatoren. Ich habe gerade was gehört, ja.
Dachtest du so? Ich spende jetzt meine Kontrolle wirklich wieder rum. Wow. Warum ist das so? Wow. Bisschen verfehlt, ey. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Warum konnte ich ihn jetzt nicht greifen? Hat er das hat? Es wird nicht angefasst, okay. Das Hä? Wenn ich Thunder to F ja, hab ich. Warum spinnt mein Controller jetzt wieder rum? Es ging vorher noch so gut. Ich versteh's halt nicht, ey. Warum spinnt jetzt mein Controller wieder herum? Vor allem ging's doch problemlos.
Ich verstehe es nicht. Die Todzone zu niedrig? Was meinst du mit der Todzone? Kann ich doch niemanden greifen. Reaktionszeit, auch genannt Todzone, wenn du die auf 0 hast, bewegt der Controller sich, obwohl du dich nicht bewegst. Nee, das ist so, dass ich mich eigentlich bewege, aber der Controller verzögert reagiert. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber teilweise... der Controller langsam, also bewege ich mich langsamer, als ich mich normalerweise bewegen sollte. Das sind so ganz kleine, winzige Verzögerungen, die jetzt nicht wirklich so krass auffallen, aber ja. Das ist hier zu hoch. Wie zu hoch? Wie kann ich das ändern? Das hatte ich vorher nicht. Die Leuchtleiste? Oder was meinst du? Sensei hoch. Ah ja, 16, 11, 16, ah ja, gut. Moment. Daran liegt es auch nicht. Störung, ja? Okay. Oh, das Problem hatte ich vorher nicht.
In-game. Steuerung, da kann ich doch nichts mit, Was soll ich da jetzt ändern für Sensi? Hey, ich verstehe nicht, was du meinst. Zur Kameraempfindlichkeit, das ändert ja nichts daran. Ja, ist das ja wie bei Überlebenden, aber. Als ich vorher Killer gespielt habe und auch Überlebende gespielt habe, hatte ich solche Probleme nicht. Warum sollte jetzt das Problem damit sein? Das hat irgendwas mit meinem Controller zu tun. Das ist gerade herumschwimmt. Ja, schon. Ja, aber das meine ich ja nicht. Ich konnte mich ja sonst immer gut bewegen als Killer, aber seit gestern merke ich, irgendwie nach einer gewissen Zeit oder so, spinnt mein Controller rum und dann bewegt sich mein Killer nicht richtig. Warum soll ich jetzt Toiletten? Ich lasse das jetzt so, das brauche ich für die Herausforderung. Also Stritter tue ich auf jeden Fall nicht raus. Und Thanatophobie ist eigentlich auch ziemlich gut, weil dass die Generatorgeschwindigkeit etwas verlangsamt bei der Generatorreparatur.
Ja, also es ist eigentlich so gut wie fertig für das Gespenst. Ich meine, statt des Uneinigkeit könnte ich noch ein anderes Talent reinpacken, aber sonst bin ich eigentlich zu früh mit dem Bild. Für das Gespenst. Und ich habe ja noch nicht alle Killer und noch nicht alle Survivor auf Level Stufe 50, um wirklich alle Talente zu haben, die man haben kann für jeden Killer und für jeden Survivor. Da muss ich erstmal 1000 Millionen, Milliarden Blutpunkte farmen und die erstmal alle aufwerten, damit ich die Talente übertragen kann. Also habe ich jetzt nicht wirklich eine sehr große Auswahl, um da das perfekte Bild zu machen. Aber ich denke, für das Gespenst ist das schon eigentlich ganz gut. Oh lol, die laufen einfach so herum. Ja, nee, das sieht schon wieder. What the fuck, ey? Das ist ja jetzt noch schlimmer. Ach du Kacke, ey, das muss ich wieder zurücksetzen. Das ist ja echt widerlich gerade, okay. Ach du verdammt. Ja. Einstellung. Also das ist der Survivor, naja, egal. Ja, komm, hau mir die Palette auf die Fresse. Will denn jemand auffangen? Ah, da machst du das eben. Danke. Was?
was für ein Fang-Outfit. Das mit der Drache und so. Ja, finde ich cool. Warum hat sich der jetzt opfern lassen? Wow. Du musst das echt noch lernen. Ah, der hat disconnected, wow. Zählt das trotzdem noch? Ich glaube, das Fang-Outfit, was du meinst, finde ich schon geil. Jetzt schon wieder, es wird langsamer, ey, die Bewegung. Ich bleib teilweise stehen. Das zählt, denke ich, auch. Ich weiß nicht, was das ist, aber es nervt. Wow, das ist schon geheilt. Oh krass. Wo liegen die gerade? Schon. Habe ich wohl verkackt die ganze Zeit, aber egal.
Ja, die letzte Shot. Okay. Warum, ey? Ja, das Witzige ist ja, gestern Abend war es noch schlimmer und heute Nachmittag ging es einwandfrei. Also, ja, gestern in der Früh, gestern Abend, keine Ahnung, und am Nachmittag ging es wieder problemlos, der Controller. Es ist derselbe Controller. Ist es irgendwie was mit der Uhrzeit zu tun oder irgendwas anderes, keine Ahnung, aber am Nachmittag ging es wieder problemlos. Ich weiß nicht, was der defekt ist, aber es ging wieder. Am Nachmittag. Ich meine, als Überlebender habe ich es dann auch bemerkt, wie es rumgekackt hat gestern, aber heute hatte ich null Probleme. Erst jetzt, als ich wieder neu gestartet habe, meine PS4 und den Controller, hat es jetzt wieder angefangen so herumzuspüren. I don't know. Man könnte wohl, also im Generator wird gerade nichts gemacht, okay. Kannst du ja gerne, weiß ich nicht, den vorletzten Stream anschauen. Da habe ich dann früh aufgehört als Killer, weil mir das Problem echt so heftig war. Das war dann noch schlimmer, als es jetzt gerade ist. Das war dann noch viel schlimmer. Vorgestern. Oder gestern. Gestern. Gestern war das. Das geht gerade echt nicht mehr. Ah klar, das ist bei der anderen Generator, okay. Eine andere Idee. Der Controller hat dich gestern auch 1000 Mal resettet. Das ist, wurde nicht besser. Es wäre der Licht.
Tour. Mücken werden dich töten, wenn du Fenster aufhast. Ja, die habe ich nicht auf. Fenster. Und haut Claudette ab oder versucht sie Melton auszuwerten? Sie versucht Melton auszuwerten. Ich hab gerade was gesehen. Macht's nicht besser. Okay, die haut ab. Und hat die letzte Merk hier noch Glück mit der Bodenluke oder nicht? Wo sind sie jetzt hingekrabbelt? Ich müsste sie doch hören.
Okay, das ist schon merkwürdig. Wo war sie jetzt? Lol. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt. Oha. Das war mal gut. Als Keller. Ach, meine erste Hütte? Hat die vorher nicht gezählt oder ist das jetzt neu? Nee, keine Ahnung, ey. Die nicht gehört. Schauen wir nochmal. Zur Einstellung. Vielleicht funktioniert das so. Das ist mir echt zu hell. Ich habe mir auf jeden Fall heute eine LED-Lampe bestellt. Was dann denke ich, die nicht kommen sollte, dann gibt es hier auch mehr Licht in der Nacht. Nee, ich werde nicht auf USB wechseln. Da müsste ich ja meinen Controller anstecken. Und das ging ja letztes Mal auch eigentlich problemlos. Aber ich denke, jetzt wird es hoffentlich besser funktionieren. Neue Belohnung bekommen, schön. Das haben wir jetzt auch abgeschossen. Wo war das? Seite 2, glaube ich. Ja. Aber das kann nicht sein, dass meine PS4-Controller so schnell immer alle kaputt werden. Da muss irgendein anderes Problem geben. Keine Ahnung, was das Problem ist, aber es kann nicht sein, dass ich mir alle paar Wochen neue Controller kaufen muss, weil die so schnell nicht mehr richtig funktionieren. Lost in Wonderland. Lol. Weil der neue Controller, den ich gerade benutze, den habe ich erst vor ein paar Wochen mal richtig benutzt. Und soll jetzt schon wieder kaputt sein. Oh. Ich weiß nicht.
Ich habe jetzt schon wieder fast die Obergrenze erreicht, Bruder. Ups. Guck in der Flucht, oha. Wie jemand ernsthaft im Saw-Gebiet rein. Mich ausgetrickst. Ah, hör ich sie nicht mehr? Ah doch, jetzt höre ich sie noch. Wow, wie kann man nur so verfehlen?
Wie verschwinden die so schnell? Unglaublich. Jetzt hört man, jetzt trifft's. Das ist einfach eine falsche Map. Muss es werden. Das so schnell sein, was zur Hölle? Er war anscheinend da, okay. Der hat doch was. Ah, wie schnell die sich geheilt haben, unglaublich. Uah.
Oh, ja. Komm mal einfach nicht nach. Ey, wie viele Paletten denn noch? Unglaublich, ey. Jetzt hat er schon alle Paletten umgeschmissen, die es hier gibt. Unglaublich. So langsam müsste es echt keine mehr geben. Ey, der hat noch eine Palette gefunden, unglaublich. Ey. Das ist widerlich. Ja, okay. Wir sagen, die Sache ist gelaufen. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass ich das so schaffe, aber gut. So, wo ist denn der Rest jetzt noch? Hat sich halt noch gelebt. Bin ich jetzt dumm? Ich höre doch David King irgendwo.
Wir sind die Luke. Oder verblutet. Nee, der war bei der Bodenluke, lol. Okay, doch nicht alle bekommen, naja, egal. Ich denke, die Herausforderung habe ich jetzt geschafft. Ging doch einfacher und schneller als erwartet. Oh, der war auf Rang 9, ja. Läuft er. So. Okay, das ist. Umstellen kann ich das auch nicht. Okay, hat sich nichts geändert. Bin überrascht. So. Ah, das könnte ich ja eigentlich als nächstes machen. Und ich muss jetzt unbedingt mal die Blutpunkte loswerden. Merke ich gerade. Opfer der Mentitus. Okay. Ohne wollte ich erleben. Habe ich für ihn nicht mal ein Outfit geholt? Der Schild ist ein bisschen okay. Verfluchtes Schicksal. Aber das finde ich auch gut. Das sieht komisch aus. Also das hier? Das Outfit von Feng, was du dir holen wolltest. Das ist doch nicht schön. Moment.
Adam Franzen hat was Neues. Oh, das hier. Okay. Ja, ganz cool. Bei Felix Richter, was ist das? Ah, das Outfit. Okay. Ja, beim Gespenst wird er ja nicht noch schauen. Wie kostet das eine? Ziemlich viel. 21.600 Blutscherben. Da fällt mir die Klinge besser. Oh. Ja, doch. Fällt mir mehr. Egal. Machen wir mal ein Blutnetz. Das ist aber jetzt nicht das vom Spalt, oder? Ich dachte, ich hätte mir mal was von ihm gekauft. Ups, falsche Taste. Nee, das kommt noch. Dann machen wir mal. So, warte, aber ich muss noch mal kurz für ein paar Minuten weg. Ich bin gleich wieder da. Oh, es ist gerade teuer. Bis gleich.
So, sorry, da bin ich jetzt wieder. Ich sehe gerade, die Kamera ist ein bisschen falsch. Das ist mir immer noch zu viel. So, jetzt wird das passen. Moment, erstmal die Nachricht wegmachen. Was sind seine drei Talente? Zanchen-Taktik. Die Raune aller Paletten zerstörbare Wände und Sprungpositionen innerhalb eines Umkreises finden. Okay, werden dir angezeigt. Macht Blutecho. Wenn du einen Überlebenden festhackst, erleiden alle anderen verletzten Überlebenden die Statuseffekte Blutung oder Schöpfung für 45 Sekunden. Oh, cool. Nemesis, du willst dich an jenen rächen, die dir Unrecht getan haben. Ein Überlebender, der dich blendet oder betäubt, indem er eine Palette oder einen Schießschrank nutzt, wird zum Ziel deiner Besessenheit. Jedes Mal, wenn ein neuer Überlebender zum Ziel der Besessenheit wird, erleidet er den Statuseffekt ahnungslos und zwar für 40 Sekunden. Oh. Okay. Ich merke gerade, vielleicht ist es besser, erstmal einen anderen Killer hochzustufen. Hat er den Trapper und den Clown auf 28? Wenn ich die 40 mache, habe ich ihre Talente dann übertragen. Aber wen mache ich denn zuerst? Den Pop Ghost der Wiese wäre eigentlich ganz gut. Gespenst. Stapelbar. Ah ja. Okay.
Finger eines tätowierten Augen von Überlebenden, die unter benebelt oder gestärkt werden, werden die 6 Sekunden lang angezeigt. Ah, das ist ja richtig gut. Verstören auf Stufe 3 dann. Glasrücke, das wäre eigentlich gut. Das wird sich unbedingt haben. Ghost der Wiese auf Stufe 40. Okay. Ah, die Flasche. Was? Porno-Videokassette? Das hat man als Zusatz für den Clown. Wow. Gelb und lila. Ah ja. Interessant. Was ist das? Apropos der Wiese. Okay. Ja.
macht das überhaupt? Flasche, Chloroform. Ah, ja, nicht doof. Nee. Das ist aber auch gut, dieser Zusatz. Sind wir jetzt bei 39? Ja, eine Stufe noch. Verblüffend. Okay. Das nehmen wir. So, da haben wir, glaube ich, drei Talente, ja. Schon ist dran. Kleiner Finger ist Rotschopf. Okay. Meinetwegen. Was macht das überhaupt? Gefährdet. Oha. Okay. Cool. Ah, jetzt habe ich da nicht. Moment. Wir wechseln jetzt zu Pfannstelle. Oder wir haben ja fast nicht mehr so viele Blutpunkte. Wir eh schon wieder 500 ausgegeben, mindestens. Krass. Ja, sind schon 600 gewesen. Das mit der Pfannsteine lassen wir erstmal, oder? Oder doch, dauert nicht mehr lange, bis wir ihn auf die Stufe gebracht haben. Okay. Also. So weit sind wir jetzt gekommen. Augsburg. Das ist das schillernde Stein. Ja, cool. Nehme ich. Ist ja richtig geil. Also in der Jungfrau ist aber auch gut. Jetzt habe ich schon wieder fast keine Blutpunkte mehr. Krass. Wie schnell das geht. Schade um darum, aber egal.
Was? So. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Shredder. Das habe ich bei ihm noch gar nichts, dieses Talent. Oh. Bin überrascht. Haben wir da jetzt brutale Stärke der Regen dann okay. Warum nicht? Was auch denn? Das ist auch krass. Bestimmt. Oh ja, yeah, ja, dann ist der Entschluss viel weg vom Blutnetz. Was macht denn das? Blutige Schraubenfeder? Wenn eine Falle von einem gesunden Überlebenden sabotiert oder entschärft wird. Ah, okay. Wird verletzt. Sehr geil. Phanatophobie habe ich bei ihm noch gar nicht. Okay. Oh, ich habe keine Blutpunkte mehr. Rap. Was habe ich jetzt ausgewählt? Beginne eine Jagd mit 12 verschiedenen Überlebenden. Ja, okay, dann nehme ich wieder Legion. Da kann ich wenigstens schön Blutpunkte farmen. Soll ja nicht gehen. So. Jetzt ist es schon wieder so spät. Ich bin auf Rang 15 gekommen, lol. Das ist wieder länger dauern könnte, bis wir da was finden als Killer. Ich hab zu lange gewartet. Ah. Ja, so jetzt wirklich schon wieder länger. RIP. Ist jetzt die Zeit angekommen, wo keiner mehr Deppa Daylight spielt? Von den Survivor. Jetzt noch mal kurz wegen der Einstellung.
Ja. Suche nach Partie. Ja, ich glaube, es ist sogar da. Ich habe zu lange gewartet. Jetzt suche ich wieder eine Ewigkeit, bis ich als Killer was finde. Scheiße. Such doch was. Finde bitte etwas. Aber mir geht's gerade irgendwie nicht so gut. Also wird das vermutlich eh wieder die letzte Partie. Das ist schon ein bisschen nützen gerade. Aber ich werde vermutlich am Nachmittag noch mal ein paar Stunden spielen und dann nachts. Killer. Wenn ich mal was finde, ey. Das dauert jetzt echt wieder Minuten lang, okay. Wie spät ist es jetzt? 3:30 Uhr. Okay. Also von 20 Uhr bis 3 Uhr findest du als Killer, denke ich, schneller was. Also um die Zeit. Gut, dann könnte ich direkt einschlafen. Wow, okay, wir haben was gefunden. Krass. Ich bin erstaunt. Connor. Ich bin echt müde. Die Fang will nicht auf mein Rad drücken, oder? Ich muss mal meine Brille putzen, ey. Find's doof, dass die Obergrenze bei den Blue-Punkten 1 Million ist. Die hat man schneller und mit die paar Blutpunkte kommt man jetzt auch nicht wirklich weit. Da kann man höchstens einen Charakter auf 30 bringen oder so. 35. Nee. Nicht mal. Ja, höchstens 35, wenn du von 0 auf gehst, höchstens auf 35. Ich bin echt müde. Oh, Müller anwesend. Schön.
Was zum Hölle? Nee, ist jetzt wieder ganz schlimm, ey. Was zur Hölle? Moment. Genauso schlimm war es. Kannst du vergessen. Die will Aufmerksamkeit. Mist. Ah, hast dich so verschätzt. Das haben die beiden machen und den Generator da. Das ist sehr gut. Meine Güte! Was ist los mit euch? Ach, Entscheidungsschlag deshalb.
Ah, kotzt mich das an, gerade. Ja, mit den Sternen. Der denn gelandet? Was zur Hölle? Meine Güte, ich kotz gleich, ey. Ist das schon tot? Noch jemand anderes. Jetzt sicher schnell gehört. Thank you.
Wow, ich hasse es, ey, unglaublich. Muss das so herumspinnen, das ist sehr ekelhaft. Meine Güte. Das lassen wir immer noch in Ruhe. Oh, die haben den schon fertig gemacht. Schön. Hallo Trolila. Trolila. Zu doof. Ja, ich habe halt gerade ein kleines Problem mit meinem Controller. Ich bekomme einfach nicht diesen Geschwindigkeitsboost. Ja, okay, das war ein bisschen zu spät jetzt. Ah, der eine ist schon raus, wenn er läuft. Man sieht, ey. Wow. Danke für den Follow. Was? Tja, du unbeugsam? Ja, das alles nur, weil mein Controller gerade herumspinnt. Ich weiß auch nicht warum. Ach, mit 12 verschiedenen Überleben, okay. Moment, das muss ich dann dreimal machen. Ja.
Tatsache. Hatte sie. Sie war Rang 14, der war so gut. Merkt der Mann. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also. Ich spiele schon sehr gerne Killer, aber in letzter Zeit habe ich eigentlich viel mehr Survivor gespielt als Killer. Aber eigentlich will ich schon Killer Main. Also mehr Killer spielen. Das Doofe ist halt nur, wenn ich jetzt am Abend nicht immer dazu komme oder lieber was anderes mache, dann macht es für mich keinen Sinn, wenn ich dann davor Killer spiele, also bevor die Zeit gekommen ist, weil so vor 20 Uhr oder so findest du als Killer halt sehr lange keine Lobby. Okay, der Ton kackt wieder total ab. Ich würde sagen, wenn ich Killer spiele, dann meine ich hauptsächlich die Legion, weil es mit der Legion irgendwie am besten läuft. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die besten Talente darauf habe, aber ja. Auch wenn der Kind vorher einfach nur herumkackt. Spielst du noch aktiv Pokémon? Ich bin wegen deinem Namen auf dich aufmerksam geworden. Ja. Zur Zeit nebenbei spiele ich ein Omega Rubin und versuche eine Shiny Story zu machen. Also ich nehme da hauptsächlich Pokémon im Team, die Shiny sind. Gerade aktuell bin ich bei einer Stelle, sehr langwierige Stelle, weil das Latios oder Latios, also in Omega Rubin ist es ja Latios, was man so geschenkt bekommt, auch shiny sein kann, und darauf ziehe ich jetzt gerade. Deswegen, aber ich spiele gerade eher mehr Dead by Daylight. Das mit Pokémon mache ich dann einfach nebenbei normalerweise, wenn ich Stream schaue und Musik höre. Okay. Frag mich ernsthaft, was mit dem Controller los ist. Ja, und jetzt sind die Wartezeiten wieder länger, schön. Ich schau mal kurz was. Okay. Das ist mir aber stark. Ja, wobei, das geht ja noch mit der Zeit. Bis wir da was finden. Sitzt danach noch eine Partie und wir haben die Herausforderung.
Sofern wir alle vier verfolgen. Begegnen. Dann passt das. Aber es sollte ja mit der Legion eigentlich einfach sein. Interessierst du dich für Pokémon oder was? Warum fragst du? Gibt ja Leute, die weiß ich nicht, Pokémon eher für Kinder schalten. Was ich jetzt eher nicht sagen kann. Also nicht bei den Games. Das ist einfach. Das Spiel kann ziemlich komplex sein, wenn man sich mehr damit befasst, aber wenn man sich hauptsächlich um den Anime orientiert, dann kann ich es natürlich verstehen. Ah, da machen wir es. Und das macht es immer noch. Es ist richtig schön. Schön, ich habe irgendjemanden entdeckt. Nichts gesehen. Ich hasse es. Das Problem geht einfach nicht weg. Verdammt. Ja, okay. Ey, diese Zuckungen regen mich schon auf. Wow, nice. Die haben schon zwei Totems zerstört. Unglaublich.
Nee, hat sie nicht richtig beschädigt. Ich wollte es jetzt unbedingt beenden. What the f- okay. Wie macht sie das? Ich werde noch blind von dem ganzen Maisfeld. Also wirklich. Irgendwas. Hau ab, Mac. Ich weiß nicht, so kann ich nicht spielen, das ist sehr schrecklich. So, was macht ihr jetzt? Zieht ihr euch zurück?
Schön, wie schnell ihr euch geheilt habt. Meine Güte, macht's richtig. Die Fänge da. In Titus verärgert er, klar, ich weiß. Ey, weil ich nichts richtig spielen kann. Schauen wir noch mal kurz. Controller, USB-Kabel verwenden. Ich hätte doch immer Bluetooth gehabt, oder nicht? Ach, vermutlich wird es das sein, oder? Keine Ahnung. Moment. Warum komme ich immer auf Overwatch ran, ey? Das ist doof. Will ich gar nicht. Oh, jetzt ist es schon 4. Was? Okay. So, mal gucken. Jetzt bin ich schon wieder auf 16 runter. Öfter, ich bewege mich nicht weg davon. Ja, so wie das jetzt dauert, wird das jetzt die letzte Runde werden. Und
Schau dann heute nach, dass ich da wirklich aktiver Killer spiele. So 20 Uhr, weil sonst komme ich ja nie wirklich dazu, Killer zu spielen. Und die Zeit, wo ich schneller was finden kann als Killer, muss ich ausnutzen. Weil ich das lange Warten auf eine Lobby und auf ein Spiel einfach irgendwann satt habe. Ja. Da wird es nicht wirklich noch viel zu erzählen. Aber ich weiß noch nicht, wann ich heute live gehe. Ob ich da am Nachmittag. Für ein paar Stunden live gehe und dann ein, zwei Stunden Pause mache, bevor ich dann abends weiter Killer spiele, oder erst heute Abend dann wirklich live gehe um 20 Uhr, damit ich da Killer spielen kann. Weiß ich noch nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich müde. Und sollte ja nicht schlafen. Ich will nur die Herausforderung ins Hauptsch. Ja, so. Okay. Da haben wir was gefunden, wie schön. Hat er jetzt nur ein paar Minuten gedauert. Melody. It's just Cheska? Fehlt da nicht ein I? Cheska? Was ist das für ein Name? Okay. Es wird Zeit. Das ist eine Aufhörung. Sonst hätte mich nur noch gehen. Das war doch auch nicht so. Weiß ich. Ja. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Miller anwesend. Es ist immer noch dasselbe Problem. Okay, wie schön. Ich liebe es. Und natürlich eine Kate wieder, ey. Muss in jeder Partie eine Kate dabei sein? Nach wie vor dieselben Probleme. Moment.
Das würde ich schon. Ja, das war ein bisschen langsam von dir. Die Katzen habe. Schickt sich da irgendwo im Schießfang. Ich liebe das Scheißproblem, ey. Die Fänge und die Yunqin habe ich noch gar nicht gesehen. Es ist so widerlich. Ah,
könnte kotzen. Nochmal zurück zu USB-Kabel, ey. Ich verstehe das Problem einfach nicht. Oh, wow, plötzlich funktioniert's. Bin überrascht. Oder? Nee, okay, es spinnt wieder rum. Ist die Kette schon noch rausgegangen? Fänger ist noch dran. Wow. Wieder eine sehr schlechte Runde, muss ich sagen. Einfach weil der Controller viel zu oft herumspinnt. Aber haben wir das jetzt so? Ich weiß nicht, ob das bei Kate dazugezählt hat, doch. Okay. Wow. Ich war mal kurz auf Rang 15. Ey, das waren alles solche. Ja. Meine Güte, ey. Der Controller macht alles kaputt. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber es kotzt mich an. Naja, ich habe die eine Herausforderung jetzt abgeschlossen und ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch schnell die Belohnung ab und gehen dann offline. Ey, gerade jetzt, wo ich wieder öfters DBD spielen möchte, muss es herumspinnen. Alles andere okay, aber bei DBD, wo ich wirklich stundenlang spielen möchte, wegen dem Archiv, muss es so herumspinnen. Das ist einfach nur widerlich. Okay. Ich sage mal. Wir sehen oder hören uns spätestens heute Abend wieder um 20 Uhr und ich hoffe, da funktioniert der Controller wieder besser. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach nur schrecklich. Naja, bis denn, Leute.